Es ist für die Justus-Liebig-Universität in Gießen eine große Auszeichnung von der Weltgemeinschaft, der UNESCO, einen solchen Eintrag in ein Weltregister zu bekommen. Und es ist vor allen Dingen auch für die Weltgemeinschaft ein großer Gewinn, dass dieses Dokument von 1800 Jahren Alter jetzt als Dokument zur Bürgerrechtsbewegung sozusagen auch im Römischen Reich hier aufgenommen werden konnte. Es ist aber neben der Ehre auch eine Verpflichtung für die Universität, für die Erhaltung und den offenen öffentlichen Zugang zu sorgen und über die Digitalisierung auch damit im Internet das Dokument verfügbar zu machen als einen Schatz, der zum Memory of the World, das heißt zum Gedächtnis der Menschheit gehört.